Das ist ja Ausschussseite, ne? Oh, er gräbt der Hunger. Okay, komm, wir zeigen. So, schon mal Einschussseite. Wirklich, das Geschoss hat sehr schnell angesprochen. Hier ordentlich Schaden, Hämatome gemacht. Wir öffnen das mal hier auf. Und dann sehen wir hier, ist wirklich ziemlich kaputt. Achtung. Gehen wir mal hier rüber. Sieht man auf jeden Fall hier, der hat halt, ja, eigentlich zwischenrein. Hier zwischenrein, er hat ein bisschen von der Blattschaufel hier getroffen. Wirklich, es geht aber, es ist blutunterlaufen, aber das kann man hier abnehmen. Ne? Das hier, das ist halt normal. Da hat das Geschoss natürlich noch eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit und zerschlägt das erstmal. Hier kann man extrem viel Schweiß, geronnener Schweiß halt, der hier rauskommt, ne? Dass du das alles nutzt. Okay, so, jetzt haben wir hier schön die Kammer, ist schon offen. Und das Zwerchfell, jetzt eröffnen wir das mal. Wir haben den Pansen alles schon rausgeholt. Jetzt sieht man eigentlich, wie weit das hier geht, wenn wir das Zwerchfell öffnen. Das hier vorsichtig raus. Okay, so, jetzt wollen wir das Zwerchfell hochheben. Da sehen wir die Lunge. Jetzt sehen wir schön so in der Position, wie es war. Oben die Lunge. Knochensplitter drin, das ist die Einschussseite. Das ist die Ausschussseite, da sehen wir einen Splitter. Das sehen wir gleich noch besser, wenn wir es raus haben. Hier, war das der hier? Hier, genau, da siehst du einen Splitter. Ich glaube, der steckt da auch noch. Oder ich sehe da irgendwas blinken. Wir gucken gleich. So, jetzt wollen wir jetzt mal ganz raus. Aus der Position. Wir sehen an den Organen schon den heftigen Schaden. Und zack. So, einmal die Innenseite von der Decke, das heißt, Haupt war wieder rechts. Hier ist die Einschussseite, sieht man ein relativ kleines Loch. Ausschuss deutlich größer, also bestimmt mehr als doppelte Kalibergröße. Also, kannst du Splitterausschüsse sehen? Nee, die Splitter sind im Wildkörper geblieben. Gucken wir jetzt mal, ob wir die finden. Okay, so, zu Orientierungszwecken. Das Stück stand nach rechts. Hier haben wir das Herz und die Lungenlocken auf der rechten Seite 3 Stück. Wir sehen richtig den massiven Schaden hier oben. Der Schuss war ja etwas oben. Man sieht hier wirklich die Lunge oberhalb zerfetzt, hier wo die Luft so reinkommt. Und auf der anderen Seite auch. Auf der anderen Seite auch. Der vordere Lungenflügel ist hier quasi nicht mehr existent. Und dann sind wir oben knirsch über der Aorta. Wir holen gleich das Herz raus. Aber da sehen wir schön die Gefäße hier, die das Geschoss zerstört hat. Öffnen wir den Herzbeutel und sehen, dass das Herz selber unversehrt ist, aber hier oben sehen wir die Hämatome, wo es durch ist. Das ist der, wenn wir das hier abschärfen, sehen wir hier die Hämatome oben dran. Hier eventuell sogar ein Splitter durch ist, dass so ein einzelnes Loch ist und hier vorne auch. Okay, komm, gucken wir uns mal den Bildkörper selber an. Also Einschuss sieht man wirklich massives Hämatom. Der ist halt oben unter der Wirbelsäule. Das heißt, Geschoss gibt wirklich maximale Energie ab. Und hier ist ein Splitter durch. Aber hier ist halt, das Ding ist, durch diese Knochen, die hier zerstört wurden, haben wir halt hier unheimlich viele Knochensplitter, die das so ein bisschen verfälschen, ne? Wo man dann anfasst und dann denkt man, da ist was Hartes drin, ist aber nicht. Aber hier ist definitiv einer durch. Der Hauptkern ist hier durch und leicht nach vorne durch. Man sieht so ein bisschen den Winkel, dass der hier eingetreten ist und nach vorne geht und auf der Ausschussseite. Wir öffnen jetzt hier mal das Blatt. Hier könnte einer stecken. Hier steckt vielleicht einer. Ja, Punkt. Nochmal auf. Ja, sieht man schon die. Kann man sehen, hier ist er durch, ne? Hier ist aber der Hauptkern durch. Das ist der Kanal. Ja, er geht nach vorne. So, hier haben wir einen Splitter gefunden. Muss ich aufpassen, dass der nicht rausfällt. Achtung. So, da haben wir das Stückchen Messing. Einer der 4. So, der hätte hier noch
2-3 Zentimeter gebraucht. Also fast auf der anderen Seite raus. Wenn man hier schaut, hier ist der Hauptgeschosskanal. Und hier ist wirklich, das ist mein Finger, also ungefähr 2-3 Zentimeter abseits. Also nicht extrem weit weg. Man sieht das hier eigentlich auch. Hier ist der durch. Hier ist der Hauptkanal und da ist ein kleines Löchchen, wo der durch ist. Eventuell finden wir noch einen. Mal gucken mal. Aber das ist auf jeden Fall einer. Cool. Sieht richtig, wie der aufgebogen ist, ne? Und dann abreißt so, wie er es soll. Gut, auf der Einschussseite haben wir doch derbes Hämatom. Da schlägt das Geschoss mit hoher Geschwindigkeit ein. Und wir haben natürlich auch aufs Blatt geschossen. Da muss es so sein. Das Geschoss muss Energie abgeben und hat aber einen zuverlässigen Ausschuss. Auf der Ausschussseite ist das Hämatom deutlich geringer, obwohl wir noch einen Knochentreffer haben. Also da sieht man hier schon auf der Seite, dass es deutlich geringer ist. Wenn man jetzt hinters Blatt geschossen hätte, wären die mit Sicherheit verschont gewesen. Aber wir haben ja immer die Kontroverse zwischen im Grunde genommen Augenblickswirkung und Tiefenwirkung. Und die Energieabgabe, diese Augenblickswirkung kommt halt mit Hämatom. Also von irgendwas muss es kommen. Ohne geht's nicht. Aber somit hat das Geschoss, kann man sagen, super gewirkt. Das Stück lag im Feuer. Zum Teil jetzt aber, oder sehr sicher, weil die Wirbelsäule mit getroffen wurde. Dann geht es nicht anders, aber trotzdem voller Kammertreffer, optimal. Okay. Gut. Okay. Netterer aus.